fünf Schritte, wie ihr euch von eurem Leid erlöst. Wow, guten Morgen. Ja, dieser Prozess des von seinem Leid sich Lösens ist ein Prozess, den glaube ich jeder von uns durchmacht. Und ja, und heute möchte ich euch einfach mal so eine Grundstrategie teilen, die ich glaube für jeden auch realisierbar ist und für jeden auch erfassbar ist und man das so als Repertoire immer mitschwingen lassen kann. Menschen, die leiden, leiden häufig unter einem Tunnelblick. Das heißt, die Menschen sind sehr, sehr selektiv auf ihr Leid gerichtet. Sie sind unzufrieden mit einer Situation und mögen diese Situation überhaupt nicht und fokussieren da ein bisschen zu sehr darauf. Und das ist eine gewisse Eindimensionalität. Und diese Menschen reagieren häufig so wie kleine Kinder, einfach so unreflektiert. Sie haben dann gewisse Überzeugungen, wie sie eine Situation sehen, und das wird dann an passender Stelle, wenn das Thema dann aufpoppt, zum Beispiel Thema vegan, so, und dann kommt dann unreflektiert sofort so die Einstellung zu dieser veganen Ernährung. Entweder toll, es ist das Beste, oder ja, nee, das sind ja alles Sektenführer, und das gibt es bei allen möglichen Themen, die einen unzufrieden machen. Ne? Zurzeit auch die Ausländerproblematik, die Migranten, dann hört man irgendwo das Thema Ausländer und sofort ist dann wieder dieses eigene eindimensionale Bild da. Ne? Entweder ja, alle willkommen, wir sind, das ist alles gut und wir müssen einfach alle ausnehmen, das sind die armen Ausländer, oder eben dann ja, das sind die ganzen Kriminellen und die machen alles kaputt und vergewaltigen unsere Frauen und nehmen uns unser Geld weg. Also das ist halt so bei den Menschen, die leiden, immer dieser Tunnelblick, dieses Eindimensionale. Und das ist auch immer verbunden mit einem Verlust an Kreativität, an kreativen Lösungen, an Lösungen, Kreativität, hat auch schon mal ein Video dazu gemacht, wo es darum geht, ausgehend seiner Gedanken für sich persönlich neue Lebensmodelle zu entwerfen, neue Strategien zur Problembewältigung und all diese Dinge, die damit assoziiert sind. Das heißt, dieser eindimensionale Blick, dieser Tunnelblick führt halt zu einem Verlust an Kreativität. Und oftmals ist es so, und das ist sehr verständlich, ich kann das absolut nachfühlen, absolut, dass die Lösung der Probleme, wie zum Beispiel, dass ein lieber Mensch gestorben ist oder dass man Probleme auf der Arbeit hat, dass die Beziehung nicht läuft, was auch immer, dass die Lösung so ein bisschen irgendwie von außen kommen soll. Ne? Dass entweder die Ereignisse, die passiert sind, irgendwie, dass man die irgendwie ungeschehen lassen machen will, oder dass man ja, Fakten, die da sind, dass man diese irgendwie, dass die weg sein sollen, oder dass man die ignoriert, oder dass Menschen anders sein sollen, dass irgendwas anders sein soll. Und das ist absolut verständlich. Man will im ersten Satz, warum muss das denn sein? Warum hat es denn ausgerechnet mich getroffen? Warum, warum, warum? Immer dieses Einseitige, dieses Suhlen in diesem Leid. Und ja, der Ansatz müsste sein, und wir kommen dann auch gleich zu den fünf Schritten, der Ansatz müsste generell sein, dass zum Beispiel das Wetter, so ist heute so warm, oder ist der Regen, oder der Schnee, der Hagel, was auch immer. Das kann man nicht ändern. So. Aber was man ändern kann, man kann sich entsprechend anziehen. Man kann sich entsprechend der Situation für sich selber darauf vorbereiten oder man darauf justieren. Und darum sollte es eigentlich gehen. Wenn es draußen regnet, ich bin unzufrieden, dann denke ich, mein Verstand sagt, was könnte ich tun? Ich könnte einen Regencape ansetzen. Und dann kann ich da durchgehen. Und vielleicht kann man dann auch sagen, oh, ich kann die Pflanzen rausstellen, da brauche ich nachher nicht zu gießen. So, da hättest du sogar noch was Positives. Das heißt, der Verstand spielt eine ganz große Rolle. Und das ist der erste Schritt. Unser Verstand, die Analyse der Situation mit einer Klarheit, die Situation versuchen, losgelöst von den Emotionen, deswegen sollte man auch mal eine Nacht drüber schlafen, wenn man sich über eine Situation ärgert oder eine Situation versucht anzugehen, dass man sie nicht direkt, nachdem die Emotionen da sind, dass man dann eine Entscheidung fällt, sondern indem man da ein bisschen abwartet. Das heißt, der erste Schritt ist tatsächlich, mit unserem Verstand eine klare Analyse der Situation vollziehen. Der zweite Schritt, was dadurch passiert, wenn wir unseren Verstand benutzen und klar analysieren, dass die Qualität der Entscheidungen, die daraufhin kommt, oder die dem folgen, dem der
Analyse, dass man Entscheidungen trifft. Ich trage einen Regencape oder ich beende die Beziehung oder ich arbeite oder ich trete anders auf meiner Arbeit, was auch immer, dass diese Qualität dieser Entscheidungen stark zunimmt, weil man, wenn man von den Emotionen sich gelöst hat, mit klarem Verstand agiert, tut man viel mehr Einflussfaktoren integrieren in diese Entscheidung und die Qualität dieser Entscheidung wird viel höher. In einem dritten Schritt entsteht eine innere Stabilität. Ihr könnt das nachvollziehen, wenn ihr gute Entscheidungen trifft, nach bestem Wissen und Gewissen, dann ärgert ihr euch nicht danach, dass ihr eine falsche Entscheidung getroffen habt, sondern ihr hattet in einem klaren Verstand unter Abwägung aller Sachen, die existieren, aller Informationen, eine für damalige Verhältnisse die beste Entscheidung getroffen. Und natürlich kann man immer nicht alles überblicken. Ja? Und ja, da entsteht eine innere Stabilität. Und es werden Strategien gebildet. Wenn ihr das nächste Mal seht, dass es regnet, könnt ihr darauf zurückgreifen, auf diese ausgehend an der inneren Stabilität gut getroffenen Entscheidungen. Dann greift ihr darauf zu und sagt, okay, ich habe eine Strategie. Ich ziehe meinen Regencape an. Und dann müsst ihr gar nicht nochmal groß drüber nachdenken. Und dann, wenn dieser Prozess am Laufen ist, das war der dritte Schritt, dann kommt der vierte Schritt. Ihr habt Freude an der Optimierung. Ihr seht andere Menschen, und das ist ja mal was Positives, Vergleiche an sich sind nie das Optimum. Aber sie sind oft einfach da. Und ihr seht Menschen, die ärgern sich, dass es regnet. Und ihr greift zu eurem Regencape, stellt die Pflanzen raus und freut euch an dem Regen. Und ihr vergleicht euch mit dem anderen und denkt, hey, cool, ich optimiere mich weiter. Das ist toll. Das ist toll, dass ich so zufrieden mit meinem Leben bin. Und ja, das finde ich einfach gut. Und ja, und das ist halt etwas, wenn man an dem Punkt ist, dass man Freude hat an der Arbeit, an sich selbst, wenn man auch kein Problem hat, Schwächen zuzugeben, sondern das eben als Prozess sieht, was dazugehört, erstmal die Analyse, dann seid ihr auf einem richtig, richtig guten Weg und dann habt ihr ein wirklich zufriedenes Leben vor euch. Und das ist der vierte Schritt und in einem fünften Schritt kommt ihr dann an dem Punkt und der ist auch fließend, das wird immer stärker, ihr merkt das schon, das ist nicht was irgendwann kommt, das merkt ihr seit dem zweiten, dritten Tag, wo ihr an euch arbeitet, wo ihr diese Folge, diese fünf Schritte quasi abgeht, dass ihr zu einer inneren Stärke führt, also nicht nur einer Stabilität, sondern einer Stärke, einer Stärke, und damit assoziiert und dann sind wir dann bei dem, wo alle Menschen innerlich von träumen und was das Ideal ist, einer Geistesruhe. Okay. Akzeptanz, Demut, Stärke. Die Dinge annehmen. Und das könnt ihr gut erreichen, wenn ihr daran arbeitet, wenn ihr leidvolle Erfahrungen habt, wenn ihr Leid spürt. Das ist quasi die Erde und das Wasser, woraus ihr eure Geistesruhe schafft. Es ist sehr nützlich, dieses Leid zu haben, um mit diesem Leid arbeiten zu können. Um in einen Status zu kommen, wo euer Geist ruhig ist, wo ihr eine Stärke spürt. Und wo ihr die Essenz des Lebens, das alles ineinander greift, dass alles gut ist, wie es ist, wenn man das einfach akzeptiert, weil es ja da ist. Wenn ihr das erreicht habt. Lasst uns gerne darüber austauschen in den Kommentaren. Das wären so meine 5 Schritte, die ich empfehlen würde oder die ich auch immer wieder empfehle. Mehr oder weniger konkret. Ich hatte das jetzt nochmal für mich aufgeschrieben. Und ja, lasst uns da gerne darüber austauschen. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich auch immer über einen Daumen nach oben. Dadurch wird das Video höher gerankt, auch wenn man die Daumen nicht sieht. Warum und weswegen, ist ja unten in der Infobox. Und ja, und mehr Menschen können an hoffentlich qualitativ etwas hochwertigeren Videos Freude finden. Bis übermorgen.